Heidi ho, meine Lieben. Ich bin's wieder, euer G-Man. Und wir versuchen jetzt, den Schattenhund zu legen, was beim letzten Mal ja dreimal schief ging. Der David ist natürlich wieder am Start. Und der Schachschaulin ist im Discord mit drin. Hi. Hi. Und dann versuchen wir das nochmal. Misch. So, genau, jetzt sehe ich alles. Alles läuft. Einmal putti putti. Und dann gehen wir nein. Oh, nice. Nein, nein, nein. Ich habe ein kleines bisschen gelevelt. Wie man bei David sieht, eher ein bisschen mehr. Soll ich Stream snipen? Ich kann dir sagen, was bei David passiert. Er rennt einen langen, dunklen Gang lang. Bringt und er ist tot. Bringt er durch bei einer Aufnahme. Stream snipen. Nee, ich streame ja bei Discord. Also, die Sequenz können wir skippen, wa? Die haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Ja, komm. Wenn irgendwann mit Bild und Ton nicht hinhaut, sagt er bitte gerne wieder Bescheid in den Kommentaren oder so. Oder wenn wir was verbessern können. Damit hilft er sehr. Hilft ihr sehr? Hilft ihr? Werdet ihr geholfen haben? Werdet ihr geholfen haben? Zeitweise. Warum ist das hier immer so scheiße düster? Weil ansonsten dein Viech immer darauf. Hab ich gemacht. Dingsen. David, triff doch mal, aber. Er muss seinen Mund erst aufmachen. Oh, nö. Voll. Nein, 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 nein. Saug mich nicht ein. Oh, jetzt auf seine Schulter schießen. Oder auch nicht, oder doch. David, spielst du mit Controller? Nee. Ah, das ist der Fehler. Fehlt der Ames, das hier. Auf die Doubles. komm nicht ran, der ist von der anderen Seite. Getroffen. Ach scheiße, jetzt leide ich genau nach. Und da muss man die Kugel runterschießen, sonst one-shottet er uns alle. Ah, okay. Also, oder er macht so viel Schaden, dass ich das bis jetzt nie überlebt habe. Ich glaube, der muss. Man merkt auf jeden Fall, dass David ihn jetzt schon ein paar Mal öfter gemacht hat, würde ich sagen. Ja. Na, du. Oh. Nein! Volt. Volt. Nein! Ich liege. Davor musstest du doch hier dieses Labyrinth machen. Mhm. Na, Lars hat ein bisschen länger gebraucht, deswegen habe ich den in der Zeit dreimal gelegt. Also alleine geht er auch noch mal deutlich schneller. Soll ich mich selber hochholen? Warte, wenn er auf mich zuspringt, jetzt kann ich ihn dich holen. Ich kann mich ja dreimal hochholen. Pass auf, er macht einen Sprung. Okay, er hat gespittet. Aber pass auf, er könnte jetzt wieder auf uns. Ah, ne, Laser. Auf die Schulter. Das kann man abladen. Oder die Ellenbogen. Achso, da die Bubbles wegkicken. LMG. Ja, das war's. Ich hab mich an die Munitionsgröße vom LMG noch nicht gewöhnt. Einfach mal so viel Schaden. Oh, das ist nicht gut. Ist nicht gut? Cool. Ja. Warum hat er mich jetzt erwischt? Nee, das ist dieser One-Shot. Ich hab grad nachgeladen, als er das gemacht hat und ich hab deutlich weniger Schaden gemacht. Da muss man sich wieder beleben. Ich raff den immer noch nicht so ganz, aber. Wie gesagt, wenn er in dieser Kugel ist, macht er dich tot. Okay. So, hat er dich aber mal ordentlich gebürstet, wa? Ja. Mann, wenn er einmal an dir dran ist, dann ist ja auch hinten eigentlich die Portale, dass wenn er zu dir kommt, pass auf, Pfeiler. Schwarzes Loch. Oh oh. Oh oh.
schon. Ja, immer die Minions rausholen, weil jetzt wird er wahrscheinlich. Okay. Da ist er tot, der Schattenköter. Oh, okay. Ah, hier kriegst du den Wolf. Oh, der ist richtig OP. Okay. Den habe ich auch. Yeah, also kommt man bei dem den Wolf, ja, wenn man den Boss legt, den Schattenhund. Ja. Und der Wolf ist halt so, wenn du den gerufen hast und er einen tötet oder du ihn tötest, besteht die Chance, glaube ich, oder beziehungsweise ist immer 100%, dass er einen neuen Wolf spawnt. Ah, okay. Und die greifen dann halt auch wieder an und das heißt, du hast irgendwann 8 Wölfe da rumzurennen, erst recht, wenn du so einen Wellenmodus hast, wo immer mehr kommen, ja, und Kleinviecher hast. Bei Bossen lenkt er die immer nur ab, okay, aber es bringt natürlich auch den Feuer zu aktivieren, ganz viele Viecher, um den Boss zum Beispiel herum zu töten oder um den Elite, und dann springen halt 4, 5 Wölfe gleichzeitig auf den drauf und ich glaube, pro Wolf machen die dann auch mehr Schaden. Auf jeden Fall sehr verrückt. Aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht besser bekommen, obwohl ich den letzten Mal hier ein paar Mal gelaufen bin. Aber durch dich musste ich ja nicht viel machen. Oder machen wir nochmal? Ich würde Munition sparen. Also ich habe mir jetzt auch wieder nicht bekommen. Deswegen, ich muss den, glaube ich, in einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen. Das kriege ich aber wahrscheinlich nur alleine hin. Tut uns ja leid, wir spielen halt nicht so viel wie du. Ich spiele halt effizient. Effizient?